Am Wahlsonntag werden die Farben neu gemischt. Mit dabei Rot, Schwarz, Grün, Gelb und Blau. Bei der AfD ist für Spitzenkandidat Stefan Marciszewski die Hoffnung auf jeden Fall nicht grün. Blau ist die Farbe der Hoffnung und der Zukunft und des Aufbruchs. Dafür stehen wir. Ein bunter Wahlkampf, bevor mit neu gemischten Farben hier wieder der graue Alltag beginnt. Und wir sind hier zu Gast beim Schauspiel Hannover, haben hier unser Set aufgebaut, unseren Tisch mitgebracht und sprechen der AfD, Stefan Marciszewski. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben jetzt gerade die Stimmen aus dem Land gehört. Es geht aber vor allem um die Energiepolitik hier in diesem Wahlkampf. Ich lege Ihnen mal eine Zahl dazu vor. Sollten wir die Ukraine weiterhin unterstützen, auch wenn das bei uns mit hohen Energiepreisen verbunden ist? Das war eine Frage aus dem ZDF-Politbarometer. Da antworten 74% der Menschen in Deutschland mit Ja. Hätten Sie auch mit Ja geantwortet? Die Frage oder die Antwort ist von mir eine andere, ist, Politik in Deutschland hat zuerst den Menschen hier zu dienen. Das bedeutet, wir müssen so die Politik ausrichten, dass es uns gut geht. Wenn es uns gut geht, können wir auch der Ukraine helfen. Das bedeutet ganz klar, muss ich so hier sagen, Sanktionspolitik gegen die Bevölkerung in Deutschland, die uns schädigt, schädigt indirekt auch die Ukraine. Denn dann können wir der Ukraine nicht helfen, wenn es uns schlecht geht. Hört sich nach einem Nein an. Ja. Gleich sprechen wir weiter. Davor unser Steckbrief über einen AfD-Kandidaten, der Arzt ist und neu in der Landespolitik. Es sind die Krisen, die auch die AfD-Wahlplakate prägen. Im Wahlkampf setzt die Partei auf Stefan Marciszewski-Drewes. 56, aus Gifhorn bei Wolfsburg, Facharzt für Radiologie und Allgemeinmedizin. Ja, schön, dass Sie zu meinem Stand gekommen sind. Politisch ein Neuling in Sachen Landespolitik, jetzt AfD-Spitzenkandidat für Niedersachsen und betont sachlich unterwegs in seiner oft zerstrittenen Partei. Die auf bekannt scharfe AfD-Angriffe setzt, die sogenannten Altparteien seien schuld an Krisen und an steigenden Preisen. Die Inflation, Kritik an der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, die Forderung nach mehr Energie aus Kohle, Gas und Atomkraft, das steht im Vordergrund des AfD-Wahlprogramms. Das Wahlziel, Stefan Marciszewski will das vergangene Wahlergebnis von 6% verdoppeln. Und das ist nicht ganz unrealistisch, denn die AfD liegt im aktuellen Politbarometer bei 10%. Herr Marciszewski, fangen wir mit einer ganz aktuellen Frage an, Meldung der letzten Tage. Da gibt es Vorwürfe, die Listenplätze bei der AfD seien käuflich. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Anfangsverdachts der Untreue. Was ist da dran? Fragen sich natürlich viele, ob Sie auch für Ihren Listenplatz bezahlt haben. Ja, die Frage kann ich verstehen. Die ist sofort und ganz einfach zu beantworten. Ich bin tatsächlich in einer Urwahl Spitzenkandidat geworden, in einer Briefwahl mit allen Mitgliedern von 74 Kandidaten, der einzige, der das Quorum erreicht habe. Damit die Wahl und die Liste richtig ist, habe ich dann auf diesen Spitzenplatz verzichtet und habe gesagt, vor dem Parteitag, jawohl, wir machen eine Delegiertenversammlung. Dort bin ich mit 90% der Stimmen gewählt worden. Also nicht käuflich, kompletter Unsinn. Das gilt für Ihre Person, haben Sie jetzt gesagt. Können Sie ausschließen, dass andere für Ihren Listenplatz bei der AfD bezahlt haben? Können Sie ausschließen? Gut. Sprechen wir über aktuelle politische Fragen. Es gibt derzeit massive Milliardenhilfen von der Bundesregierung, Entlastungspakete Nummer 1, 2 oder 3. Nun ist die Gaspreisbremse geplant. Das finden Sie alles nicht gut. Ja? Aber was kommt von der AfD außer organisierter Protest auf der Straße? Wie würden Sie in dieser Situation den Bürgerinnen und Bürgern helfen und sie entlasten? Also sofort CO2-Abgabe abschaffen, sofort die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel aufheben, sofort dafür sorgen, dass man einen Energiesicherheit in den Markt gibt. Das heißt zu sagen, die Kernkraftwerke, die drei, die bisher im Netz sind, laufen weiter auf unbestimmte Zeit. Sofort sagen, dass wir auch Kohlekraftwerke weiter brauchen. Also das, was jetzt gerade verkündet worden ist von RWE, dass wir in dieser Situation schon den Kohleausstieg 6 Jahre früher wollen, heißt ja, woher soll der Strom herkommen? Bitte sagen Sie es mir. Das funktioniert nicht. Das heißt auch ganz klar zu überlegen, ob die drei Kernkraftwerke, die abgeschaltet worden sind, aber wieder in Betrieb zu sind, dass man sagt, jawohl, die bringen wir in den Betrieb hinein. Das ist unser, dass wir wirklich einen Energiemix haben. Wir brauchen grundlastfähige Energie für einen Industriestandort Deutschland.
Jetzt haben Sie ein paar sehr konkrete Punkte genannt. Es geht ja in diesen Kriegszeiten auch um ganz grundlegende Fragen, wie zum Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Das lehnen Sie beides ab. Stattdessen wollen Sie eine Friedenskonferenz zwischen Russland und der Ukraine. Russland hat jetzt gerade Gebiete in der Ukraine annektiert. Das würden Sie akzeptieren? Nein, also das vorweg, ganz wichtig auch nochmal, Sanktionen gegen die Führungselite der russischen Staatsapparats, dafür sind wir. Sanktionen, die gegen die uns schaden, dagegen sind wir. Keine Sanktionen gegen Ländern, ich sage Iran, die Mullahs sind immer noch an der Macht, sich sogar so selbstständig geworden, dass sie Drohnen entwickeln können. Vielleicht kurz zu den Friedensverhandlungen. Friedensverhandlungen, ja, ganz klar, unter UN-Aufsicht, unter Vermittlung von Amerika und China, den anderen Weltmächten. Aber mit den annektierten Gebieten von Russland? Mit den annektierten Gebieten bedeutet tatsächlich Selbstbestimmung der Völker. Das bedeutet, diese Annexion ist völkerrechtswidrig. Dieses Referendum ist nicht unter UN-Aufsicht, ist nicht neutral erfolgt. Darüber brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das bedeutet, den Menschen tatsächlich, dass man eine Bestimmung macht, wie diese Menschen dort unter UN-Aufsicht, unter Garantiemächten, ich sage China, USA, ich sage neutrale Länder wie Indien oder Südafrika, dort eine Volksabstimmung macht. Ihr Bundesparteichef Chrupalla hat hier im Wahlkampf, beim Wahlkampfauftakt in Uelzen Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock vorgeworfen, dass sie, und ich zitiere, für die USA einen Wirtschaftskrieg gegen die deutsche Bevölkerung führen. Die beiden, also Habeck und Baerbock, seien die wahren Kriegstreiber. Ich finde, das ist wieder so eine typisch absurde Formulierung, die es eigentlich nur bei der AfD gibt. Wenn man das zu Ende denkt, heißt es ja im Umkehrschluss, Putin ist nicht der Kriegstreiber. Also, noch einmal. Ein Angriffskrieg ist von Putin initiiert worden. Punkt. Nichts anderes ist gesagt worden. Würden Sie ihn als Kriegstreiber bezeichnen? Er hat diesen Angriffskrieg gemacht. Die Frage ist, wie wird dieser Krieg jetzt weiter unterhalten? Darum geht es. Unterhalten ist es und wir führen einen Wirtschaftskrieg gegen uns selbst. Der Deutsche, also die Regierung, vornehmlich Herr Habeck, führt diesen Wirtschaftskrieg gegen uns. Und wir haben doch jetzt im Augenblick, es droht der Sarajevo-Moment des Ersten Weltkriegs. Wenn Herr Lauterbach über Twitter äußert, wir befinden uns im Kriegszustand mit Russland, also eine Atommacht, ein Minister der Regierung twittert das, dann bedeutet doch, dass wir hier auf einem Abweg sind, nicht mehr Frieden zu erhalten, was Staatskunst wäre, sondern, ich sage mal, den Krieg zu fördern. Sie haben jetzt zumindest gesagt, dass auch Sie denken, dass der Krieg völkerrechtswidrig ist. Ja. Ganz zum Schluss, anderes Thema, eine Frage, die wir allen Gästen heute stellen, ist sozusagen eine Warmdusch-, Kaltdusch-, Waschlappen-, Wollpulli-Frage an alle. Was tun Sie neuerdings zu Hause, um Energie zu sparen? Ich muss mich nicht wesentlich ändern, weil ich immer bereits sparsam gelebt habe. Wirtschaftlichkeit, also mit den Ressourcen, die man hat, wirtschaftlich umzugehen, sollte eine Verpflichtung für jeden sein. Ganz viele Unternehmen machen das bereits. Deswegen ist ja der Mittelstand am Ende. Er wird ja von der FDP im Augenblick verraten. Es gibt keinerlei Subventionen, keinerlei Hilfen für den Mittelstand aktuell. Und das ist unser größtes Problem, was wir haben. Und Energiesparen machen Sie offenbar schon zu Hause. Ja. Das war Stefan Marciszewski von der AfD. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen da waren. Ich bedanke mich auch. Vielen Dankeschön. Dank. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that? Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Das ist eine gute Nachricht, dass wir alle zusammenhalten, was Putin niemals erwartet hätte. Das ist der wichtigste Punkt und das deinetwegen, ernsthaft. Weil es eine Menge Diskussion gab, als wir noch nicht in der Übergangsphase waren und viel Arbeit. Aber du hast einen hervorragenden Job gemacht und wir danken dir dafür. Ich möchte dir danken. Danke, danke.